todsicher mein letzter Wille. Für die Alten, die wir verwalten, die wir vor dem Erkalten doch noch warm halten möchten. Oder auf gut Deutsch in tiefem Mitgefühl für all die alten Menschen dieser Zeit. Poetry Slam in 3 Akten. Erstens, was ich erwarte. Wenn ich alt bin, brauche ich dann Menschen, die mich versorgen, die mir ihre Lebenszeit borgen, die mich betten und legen, die mich retten und hegen, die mich rollen und mir die vollen Windeln abnehmen, die mich an Bettkanten lehnen wie Puppen? Wenn ich doch das Jenseits im Diesseits schon spüre, wenn ich auch nicht mehr alles kapiere und mich oft in anderen Welten verliere und an der Toilettentüre lese, nicht ohne Begleitung. Wenn man mir vorliest aus der Zeitung, deren Datum ich nicht kenne, lauter Worte, die mir nichts sagen, wenn ich erschrecke über »Verstehst du das überhaupt?« und verstört kleckere, was ich dann wieder verpenne. Ich will ja nicht klagen und auch nicht bereuen und mich auch nicht scheuen und über mein Leben feine Nebelschwaden streuen. Wenn ich alt bin, habe ich das Abseits im Diesseits noch vor mir. Ich höre und fühle und merke und merke mir nichts mehr. Lass mich doch in Ruhe, lass mich endlich allein, lass mich allein in mich hinein schreien. Zweitens, was ich nicht möchte. Wenn ich alt bin, möchte ich nicht leiden und das Leben vermeiden. Möchte ich nicht, dass Geschäfte schließen und Menschen sich erschießen um meinetwegen, denn ich möchte genießen und dem Leben beim Fließen zuschauen und vor allem möchte ich Vertrauen aufbauen. Ich möchte nicht, dass Menschen sich distanzieren und nicht mehr musizieren, sondern durch Straßen patrouillieren um meinetwegen. Ich möchte auch nicht, dass Menschen nicht mehr lachen. Ich möchte nicht, dass Menschen Streit entfachen und sich spalten von uns Alten wegen uns Alten und wegen den alten Ängsten, die uns beugen und die zeugen von jahrtausendalter Machtstruktur, denn die hat immer noch Hochkonjunktur. Ich möchte eigentlich zurück zur Natur, die wir waren, die wir sind, die uns verwurzelt und einstimmt, die uns erweitert in Verbundenheiten. Ich möchte so sehr zurück zur Natur von Menschlichkeiten. Wenn ich alt bin, möchte ich nicht geschützt werden und dafür benutzt werden, entwürdigt werden, entrechtet werden um den Preis von starren Sicherheiten, denn ich möchte nicht verharren in Einsamkeiten. Wenn ich alt bin, möchte ich nicht eingesperrt werden, ich möchte nicht rumgezerrt werden oder fixiert oder sediert werden, ich möchte keine Pillen gegen meinen Willen und keiner soll mich impfen und dafür auch noch mit mir schimpfen, nein, ich möchte auch keine Spritzen und auch nicht stundenlang auf Bettpfannen sitzen und beim Drücken schwitzen. Wenn ich alt bin, möchte ich auch keine Solidarität, auch keine Konformität und schon gar keine Rivalität. Denn es ist nie zu spät für wahres Mitgefühl. Drittens, was ich möchte, ja, ich möchte, dass meine Lieben, die mir noch geblieben, bei mir sind. Ich möchte dabei sein, einfach nur daneben sitzen, einfach nur ein Wort in die alte Bank ritzen, einfach nur ganz echt und rein und vor allen Dingen fein zuhören. Nein, nicht stören, einfach nur innehalten und nicht verwalten. Einfach nur im Atem schwingen, einfach nur die alten Lieder singen. Ich möchte dabei sein und Anteil nehmen an den Dingen, die mich sehnen. Ich möchte meine Zeiten dehnen. Ich möchte unsere Hände ineinander falten. Ich möchte warm sein vor dem Erkalten. Ich möchte leben vor dem Sterben, ja,
Ich möchte nicht vor dem Ablaufdatum verderben. Ich möchte jeden Tag umwerben wie eine junge Braut, die schaut in die Tiefe deiner Augen, Mitmensch. Ich möchte Kinder, die springen und lachen, Gewitter, die krachen, Augen, die glühen und Herzen, die Funken sprühen. Ich möchte auch noch auf Parkbänken sitzen und Herzen in Baumstämme ritzen. Ich möchte aus den Augen blitzen und noch im Geiste flitzen. Ich möchte mich auch noch erhitzen für das Leben. Ich möchte frei sein und von innen her geben, vor allem Zeit und Gemütlichkeit. Ich kenne auch noch viele Geschichten und Lieder, die uns aufrichten. Ich habe auch noch zärtliche Hände, die streicheln können bis zum Ende. Ich habe auch noch viel Humor, denn der ist das Tor, wenn ich gehe. Ich möchte singen und schwingen und tanzen, bis ich eins bin mit dem großen Ganzen. Ich möchte frei sein, mich zu entfalten, statt zu verwalten und lebendig zu erkalten. Ich möchte mich noch erweitern und erheitern, statt dem Sterben zu scheitern. Wenn ich alt bin, möchte ich nicht, dass mein Leben stirbt vor mir.